Bild. Ein Wellemann. Moin! Ich bin ziemlich beeindruckt und geflasht. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute jetzt hier sitzen. Freut mich sehr. Bevor ich mich vorstelle, möchte ich erstmal von euch so ein bisschen was wissen. Wer von euch arbeitet in einer Agentur? Sehr gut. Wer ist so Freelancer, Webdesigner? Und wer betreibt selbst eine Webseite? Ganz wenige. Okay. Euer Level so SEO-mäßig, ich kann alles. Gut. Ich kann gar nichts. Okay, alles rot in der Mitte. Prima, das freut mich, das ist gut. Gut, dann gehen wir doch mal direkt in die Selbstvorstellung. Mein Name ist Uwe Moskalik. Ich habe schon auf der Webseite geschrieben, falls jemand da reingeguckt haben sollte. Ich bin Pfeifenbauer und Musiker und SEO aus Überzeugung. Ich war mal ein Jahr lang war ich kein SEO und habe nur noch Pfeifen gebaut und habe mich so mit mir selbst beschäftigt und so und habe dann festgestellt, SEO macht mir Spaß und ich kann das und ich kann den Leuten auch was erzählen und was vermitteln. Also gehe wieder zurück in den Job und seitdem bin ich jetzt bei Madman. Madman, wir arbeiten sehr viel mit anderen Agenturen zusammen. Unser Chef, der Michael Landl, mit dem habe ich schon viel früher mal in der Agentur zusammengearbeitet. Und wenn ich jetzt so ein bisschen kurzatmig werde, dann hängt das auch ein bisschen mit daran, dass ich schon lange nicht mehr geredet habe. Okay, und wie gesagt, wir arbeiten sehr viel mit Agenturen zusammen. Meine Einladung jetzt schon an euch, wenn euch das Spaß macht, wenn euch das interessiert. Ich bin bis mittags da, löchert mich mit Fragen. Ich bin draußen beim Dampfen oder beim Kaffee trinken oder sonst was. Ihr erkennt mich, ihr wisst jetzt, wer ich bin. Kommt auf mich zu, löchert mich mit Fragen, holt euch raus, was ihr wissen wollt. Okay, was ich euch mitgebracht habe, ist ein Vortrag darüber. Ihr macht einen Relaunch und steht dann halt so vor den Fragen, wie gehe ich damit eigentlich um, so rein SEO-mäßig. Was ist in 2022, wo muss ich da drauf gucken? Und das sind so ein paar Sachen aus dem Agenturalltag, was ich euch mitbringe, was ich euch zeigen will. Das ist mit Sicherheit nicht vollständig, aber es sind wichtige und aktuelle Sachen. Die erste Frage, die man sich stellt, okay, ich mache einen Relaunch, welche Inhalte muss ich denn überhaupt übernehmen? Was kann in die Tonne, was kann weg? Ich habe zwei wichtige Werkzeuge. Das eine Werkzeug ist mein Lieblingswerkzeug, die Google Search Console. Wer von euch kennt die Google Search Console? Sehr gut. Wenn ihr eine neue Website bekommt, also Kunde kommt zu euch, ihr habt mit dem noch nicht gearbeitet und der weiß gar nicht, was ist die Search Console, dann macht euch den Gefallen, ganz zu Beginn vom Projekt, meldet die Search Console an. Wenn die noch nie angemeldet war, braucht das so ein paar Tage, bis da Daten reinfließen. Aber dann habt ihr eine Grundlage an Daten, was ist indexiert und was kann, ja, worauf muss ich eigentlich gucken? Und worauf guckt ihr dann? Ihr geht in die Abdeckung, sortiert nach Klicks und die Seiten mit den meisten Klicks, das sind die wichtigsten Seiten. Die Inhalte übernehmt ihr dann bitte, auf jeden Fall. Oder guckt euch an, was ist denn da hinten dran? Genauso macht ihr es auch invers, ihr dreht das Ganze um und guckt euch an, wo habe ich null Klicks und ganz wenig Impressions. Und sind da dann Inhalte dazwischen aus dem Blog, zum Beispiel Blogartikel, die schon seit einer Ewigkeit nicht mehr angeklickt wurden, wo keine Sau nachsucht? Das kann weg oder sollte überarbeitet werden. Ja, wenn das ein Thema ist, was irgendwie immer noch up-to-date ist, aber keiner klickt das mehr an, dann holt euch das Thema zur Brust, schreibt das mit auf die Agenda drauf, dass es überarbeitet wird und aufgearbeitet wird. Und dann habt ihr noch ein zweites Werkzeug, nämlich Google Analytics oder ein anderes Analytics-Tool. Und da schaut ihr euch an, welche Seiten sind eigentlich die mit dem meisten Traffic. Also wo laufen die Leute immer dran vorbei? Meistens wird das die Startseite sein, ganz bestimmt. Ja. Aber es gibt dann halt auch so ein paar Seiten, die auch noch Traffic abbekommen und irgendwo setzt ihr euch einen Bias, also so eine Grenzwert, wo ihr sagt, okay, das sind jetzt so Klicks, Traffic, der ist nicht mehr ganz so toll, auf den kann ich eher verzichten. Das ist für euch so ein erster Anhaltspunkt davon, welche Seiten will ich eigentlich in den Relaunch mit übernehmen. Was habt ihr jetzt als nächstes zu tun? Ihr guckt euch an, was habe ich? Alte Blogartikel werden überarbeitet oder aktualisiert. Dann guckt euch an, welche Artikel sind definitiv sowas von uralt, raus damit. Interessiert keinen Menschen mehr, auch wenn der Geschäftsführer sagt, aber das ist wichtig für uns. Nee, scheinbar nicht. Geht keiner dran vorbei, guckt sich keiner an. Evergreen Content. Ganz wichtiges Thema für die Zukunft. Ihr wollt ja Inhalte erstellen, die nicht nur heute aktiv sind, sondern auch noch in 10 Jahren aktiv sind.
Das heißt, wenn ihr einen Blogartikel schreibt, verzichtet auf das Datum. Lass das Datum weg. Google wird sehen, kommt ein Blogartikel vom 11.09.1972. Das ist nicht mehr up to date. Dann wird Google sowas auch wahrscheinlich nicht vorne mit ausspielen. Und auch ein User guckt da drauf und sagt, der Artikel ist von 72, das stimmt irgendwie nicht mehr alles. Das interessiert mich nicht mehr und geht weg. Also lasst das Datum weg und schreibt Content, der auch übermorgen noch gültig ist. Soll man noch Inhalte clustern, zusammenfassen, ist ein Thema, kann man nachher nochmal bei den Folien weiterhin mit drauf. Nächstes Thema, Breadcrumb. Ihr kennt das Breadcrumb? Ne? Hänsel und Gretel verstreuen Brotkrumen und finden den Weg wieder zurück zum Anfang. Genauso ist es auch. Jetzt machen das viele Webdesigner, dass sie auf dem Desktop schön einen Breadcrumb bauen, aber auf dem Mobil passt die nicht mehr so ganz dahin. Dann macht man die halt weg. Tut das nicht. Denkt immer mobile first. Google indexiert mittlerweile mehr als 90% aller Webseiten erstmal nur mit dem mobilen Bot. Das heißt also, das, was ihr auf dem Desktop baut, ist zwar schön und gut, aber wird unter Umständen nicht initial von Google gesehen. Also denkt mobile first, auch an der Stelle, und baut eure Inhalte mobil. Und was macht ihr jetzt mit der Breadcrumb, wenn sie nicht da reinpasst? Ihr zeichnet sie hoffentlich aus mit strukturierten Daten. Wer kennt das? Rich Snippets? Okay, die es noch nicht kennen, unbedingt mit befassen, wichtig. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Einmal macht ihr es mit Microdata Inline, dass man dann hier sowas hat wie Property List Item und dann hier Property Name und da steht dann Glossar drin. Der URL ist nicht unwichtig, ist ganz wichtig, immer das letzte Element. Letzte Element auch mit verlinken. Ne? Also hier Link auf die Startseite, Link zu Suchmaschinenoptimierung, Link zu Suchmaschinenoptimierung regional. Immer die Links mitsetzen. Zweite Möglichkeit, die ihr habt, ihr macht das Ganze noch viel einfacher, nämlich mit JSON-LD. Meine absolute Empfehlung, nehmen wir gleich die nächste Folie, meine absolute Empfehlung mit JSON-LD zu arbeiten, egal welche Rich Snippets ihr auszeichnet, weil das ist ein Datenformat, was alleine für sich steht. Ihr könnt es verwenden und Inhalte von der Webseite separat auszeichnen, ohne dass der User das irgendwie mitbekommt. Aber die Suchmaschine bekommt es mit. Und jetzt habt ihr den Trick nämlich, wie ihr auf die Darstellung von einem Breadcrumb verzichten könnt, aber trotzdem der Suchmaschine eine Breadcrumb mitliefert. Ihr baut ihn nämlich per JSON-LD noch zusätzlich mit ein und spart den Platz. Aber die Suchmaschine hat es trotzdem. Wichtiger Tipp. Nächstes Thema. Wichtige Menüpunkte verlinken. Ich habe das bei Joomla noch nicht gesehen. Ich habe es aber schon mal bei WordPress gesehen. Und ich habe es vor allem bei Kantau gesehen, dass das Menü, das mobile Menü, separat gebaut wurde zum Desktop-Menü. Das heißt also, wir haben fröhlich unsere Inhalte geschrieben, ja, schön optimiert alles, aufgebaut, war alles auch im Menü vorhanden, im Desktop-Menü. Aber Google kam nicht vorbei und hat das Ding nicht indexiert. Was ist das? Was soll denn das? Ja, weil es nämlich nicht in der mobilen Navigation vorhanden war. Das ist uns erst sehr viel später aufgefallen, dass es separat voneinander gesteuert wurde. Achte darauf, dass mobile Inhalte eben auch über die übers Menü erreichbar sind. Noch ein kleiner Trick. Und zwar, wir haben es bei uns auf der Seite so gemacht, dass wenn man auf den Namen von dem Menüpunkt klickt, landet man auf der Seite. Wenn man allerdings auf dieses Dreieck klickt, dann klappt ein Submenü auf. Das heißt also, ein Klick, ich lande direkt auf der Seite. Ein zweiter Klick, Submenü, ich klicke auf den Menüpunkt und dann bin ich auf der Seite. Die Methode, wie es zum Beispiel von Shopware gemacht wird, ist immer so, dass man auf einen Menüpunkt klickt, egal ob auf den Namen oder auf das Dreieck. Und dann lädt das Menü neu, es rutscht dann so einmal rüber. Und dann klickt man wieder auf einen Link und landet dann erst auf der Seite. Also ich habe einen Klick mehr. Kann nerven. Müsst ihr euch überlegen, wie ihr es macht. Aber denkt daran, dass diese Sachen alle mobil auf jeden Fall zugänglich sein müssen. Ist vielleicht für euch
so aus dem Agenturalltag so selbstverständlich. Ihr arbeitet da jeden Tag damit, aber solche kleinen Einmaleins sind manchmal auch ganz hilfreich. Slider. Slider, so ein SEO-Thema. Ne? Der Kunde kommt zu euch und sagt, ich habe 20 Produkte, ich will, dass alle Kunden immer alle meine 20 Produkte sehen. Wir bauen einen Slider. Blöde Idee, denn kaum jemand klickt wirklich alle 20 Slider durch. Ja, der sieht dann, kommt auf die Seite, da oben läuft ein Slider durch, da achtet er schon gar nicht drauf. Das wutscht dann einmal so vorbei. Der hat es gescrollt und sieht den Slider schon gar nicht mehr. Slider 3 ist schon nicht mehr sichtbar. Wenn ich auf Slider 4 an wichtige Informationen unterbringe, Achtung, wir sind dann und dann auf der Messe, kommt vorbei, sieht keiner. Slider sind eine saudoofe Idee. Nach wie vor. Und bedenkt, die kosten enorm viel Performance. Weil das ist JavaScript, das sind Bilder, die werden alle geladen und das kostet Ladezeit. Und Ladezeit ist heutzutage in Zeiten von Core Web Vitals enorm wichtig. Akkordeons, auch so ein Ding. Ja? Ihr kennt das, wir bauen eine FAQ, alle Fragen stehen da untereinander, man klickt sie an, dann klappen die auf, Akkordeon, ich klicke es wieder an, es klappt zu. Wir müssen uns überlegen, Inhalte, die nicht initial sichtbar sind. Also man spricht davon, above the fold ist das Wichtigste. Das, was der User sofort wahrnimmt, above the fold, das ist in Gesetz gemeißelt. Wenn er scrollen muss, ist es schon weniger wert. Wenn er ganz bis nach unten scrollen muss, ist es schon nicht mehr sehr viel wert. Und wir müssen davon ausgehen, dass alles, was zugeklappt ist, von der Suchmaschine auch gelesen wird. Steht ja im Quellcode. Alles, was im Quellcode steht, wird von der Suchmaschine gelesen. Aber mit Sicherheit nicht so stark gewichtet, als wäre es initial sichtbar. Deswegen Akkordeons immer aufklappen, dass alle Inhalte, die für euch wichtig sind, für die Arbeit wichtig sind, auch initial sichtbar sind. Nächstes Thema. Web Vitals. Ich habe es eben schon angesprochen. Und mein Gott, was haben wir SEOs euch gequält. Ne? Frau Lamisch kann, also Nadja kann da bestimmt ein Buch von erzählen. Am laufenden Band schreibe ich sie an und sage, wir haben schon wieder schlechte Werte auf der Seite. Was ist denn los? Ja, da gab es ein Update von Joomla. Ja, ist so. Ne? Unterm Strich haben wir aber festgestellt, dass nur 3,7 Prozentpunkte sind Seiten schlechter, also ranken schlechter, als Seiten, die schnell sind. Es gibt also keinen gravierend großen Unterschied. Bei den Core Web Vitals ist es tatsächlich so, wie Google es vorhergesagt hat, es ist das Zünglein an der Waage. Wenn zwei Webseiten gleich gut optimiert sind, wirklich so Kopf an Kopf rennen, dann kann eine solche Zahl wie die Core Web Vitals entscheidend sein. Dann kann es sein, dass Google sagt, okay, die performt einfach schneller. Der User kann die schneller laden. Und dann wird die eben nicht auf 3, sondern auf 2 angezeigt. Oder auf 1. So, das ist der kleine Unterschied. Trotzdem, das, was wir hier oben sehen, die 59 als Durchschnittswert, ist nicht gut. Ist kein guter Wert. Alles, was so knapp vor grün ist, grün fängt bei 90 Punkten an, also knapp vor grün heißt so alles in den 80ern. Sage ich, okay. Guckt nicht nur auf die Zahl da oben, guckt auf die Performance-Werte unten drunter. LCP, FCP, CLS, sehe ich Fragezeichen über euren Köpfen? Ihr kennt das, ne? Also First Contentful Pain, Largest Contentful Pain und die ganzen anderen Werte. Guckt euch das an. Wie viel braucht ihr dazu noch, um das auch wirklich grün zu bekommen? Wenn ihr da kurz verknappt seid, okay. Aber verwendet nicht zu viel Liebe in das hier. Es gibt andere Punkte, die unter Umständen eurer Webseite viel mehr weiterhelfen. Work your basics. Ja, genau. Was sind denn unsere Basics? Naja, wie ich eben gesagt habe, so die Hausaufgaben, ne? So die gute alte Agentur, die macht es ja jeden Tag. Aber denkt dann manchmal einfach nicht an solche Sachen wie eine saubere URL-Struktur. Ja, wie packe ich das Produkt jetzt da rein, dass es in diesem Menü, in diesem Fluss alles noch drin ist. URL-Struktur. Title Tags. Ja, schreib für jede Seite einen eigenen Title Tag. Sehe ich so oft, das ist einfach
ignoriert wird. Macht es. Duplicate Content, intern wie extern. Extern auf gar keinen Fall. Ne? Also verwendet niemals Produktbeschreibungstexte, die vom Hersteller kommen. Da könnt ihr von ausgehen, die ist auf 50.000 anderen Webseiten auch vorhanden. Wenn ihr das macht, okay. Aber dann ist dieser Inhalt nicht mehr so viel wert, weil es 50.000 andere im gleichen Duktus eben auch erzählen. Keine Kannibalisierung, sprich, versucht nicht mehrere Seiten für dasselbe Thema zu bauen. Ihr baut eine Seite über, wir hatten es vorhin, wer ist hier der Dampfer noch da hinten? Genau, also wir haben es einmal irgendwie der Dampfer, also die Verdampfemaschine hier, diese Zigarettenersatzgeräte, ne? Verdampfermaschine und dann eine zweite Vapor und alle versuchen für das gleiche Thema zu ranken, verwenden aber nur unterschiedliche Keywords, Sub-Keywords. Kein guter Weg. Führt in seltensten Fällen zum Erfolg. Wichtige URLs von der Startseite aus verlinken. Das ist im Grunde das, was ich vorhin auch gesagt habe. Die Startseite ist das zentrale Sammelbecken. Da kommen Leute hin, um zu gucken, was ist der heiße Scheiß auf der Seite? Was ist neu bei denen? Wann sind die wo? Wo finde ich was? Wo finde ich Kontakt? Wo finde ich Downloads, die neuesten Updates oder sonst irgendwas? Das immer von der Startseite aus verlinken, weil das ist so der zentrale Anlaufpunkt. Und die Startseite verteilt den meisten Link-Juice. Und die Hardtext-Struktur. Mein Lieblingsthema. Denn Hardtext sind zum Strukturieren von Inhalten da. Und nicht zum Gestalten. Das dengel ich euch jetzt in den Kopf rein. Ja, ich sehe das so oft, dass Leute sagen, ich brauche jetzt mal eine große Schrift unten im Footer. Ja, habe ich doch hier so Info über uns in Überschriften stehen. Dann nehme ich doch da eine H3 oder eine H2. Ist ja groß und fett. Nein, mach das nicht. In unserer früheren Agentur haben wir uns das angewohnt, wenn wir so eine Überschrift brauchten, und dann hat man die H3 definiert mit unseren CSS-Auszeichnungen. Dann haben wir parallel zur H3-Definition gleich mal noch eine zweite Klasse gebaut. H3, ihr erkennt den Punkt hier. Die genau dasselbe enthalten. Und dann konnten wir hingehen, das Ganze in einen Div-Tag packen. Mit einer Klasse H3. Wussten wir, ah, sieht dann aus wie der H3. Und dann passt das. Gewöhnt euch sowas vielleicht auch mal an. In euren Workflow mit rein, so direkt parallel. Ich brauche eine H2, mache ich noch eine neutrale Klasse, H2, die dann genauso aussieht. Nächstes Thema. Crawl it again, Sam. Yeah. Crawler, das ist so, das SEO ist tägliches Brot. Also ohne Screaming Frog wäre ich ziemlich aufgeschmissen in meiner Arbeit. Mache ich jeden Tag rauf und runter. Sucht intern, wenn ihr Webseiten baut, ihr macht einen Relaunch, ja? Dann übernehmt ihr Inhalte von der alten Seite. Und da sind intern irgendwo Links in dem Thema, in den Texten drin. Die passen aber vielleicht jetzt nicht mehr auf eure Struktur drauf. Oh Mann, wie soll ich die ganzen Fehler finden? Screaming Frog ist die Antwort. Crawlt den Auftritt eurer Baustelle, sucht nach den 404 Fehlern und dann prüft ihr, weiter unten in Screaming Frog habt ihr dann ganz unten so einen Reiter in Links und dann seht ihr, okay, von dieser Seite aus wird nach dahin verlinkt und zwar mit dem Ankertext. Und dann sucht er eben nach dem Ankertext, wo ist das denn? Und dann könnt ihr diese Fehler meistens im großen Stil schon sehr leicht bearbeiten und erledigen. Und das gleiche macht ihr auch mit 301 Umleitungen. 301 Umleitungen sind weniger schlimm. Ich sehe Fragezeichen über den Köpfen. Wer weiß nicht, was eine 301 Umleitung ist? Okay, 301 Umleitung. Response Codes, der meiste Response Code ist 200, ich habe es gefunden, alles gut. Der zweitmeiste Response Code ist 404, ich habe es nicht gefunden, ist tatsächlich so im Internet. Die meisten Response Codes sind 404, nicht not found. Und 301 ist ein Redirect, eine Umleitung von einem alten URL auf den neuen URL. Das heißt also, ich verlinke auf eine Unterseite von Jonas. Jonas hat jetzt aber den Artikel unter einem anderen URL verschoben. Ich verlinke auf den alten URL. Wenn
Jonas jetzt den Link nicht weiterleiten würde, würde ich auf einer 404-Seite landen bei denen. Damit ich aber dann auch auf der neuen URL lande, bauen die also eine 301-Umleitung ein in ihrem Auftritt und ich lande auf dem richtigen. Alles gut. Also externe Links 301, wunderbar. Intern, das ist aber doof. Wenn ich jetzt intern sage, ich habe meine Artikel verschoben und habe dann nur 301-Umleitungen, dann habe ich ganz viele Redirects in meinem Auftritt. User klickt einen alten URL an, wird umgeleitet per 301, er merkt nichts, alles gut, alles schön. Aber ich habe eine zusätzliche Umdrehung. Muss nicht sein, vermeidet das. Kann man solche machen, wenn die URL-Struktur sich geändert hat? Genau dann, das, was ich jetzt eben gesagt habe. Also crawlen, du wirst 301er haben. Unter Umständen, ich weiß nicht, ob Joomla das auch automatisch machen kann. Nee, du hast eine Umleitungskomponente, die läuft über 301. 301 ist ja irgendwie permanent. Also der teilt auch extra den Searchbot mit. Dieser Inhalt ist dauerhaft Ja, verschoben. ja, ja. So, wäre für meine, aus meiner Sicht die Gold-Rand-Lösung Ja, das eigentlich. ist ja auch okay. Also der User landet ja am Schluss dann auf der richtigen URL, aber er hat eine zusätzliche Umdrehung. Ja. Weil es passiert ja so, der User ruft einen alten URL auf. Ja, aber wie willst du das anders machen? Also 301, okay, okay. Richtig verlinken. Also ich hab vorher, Okay, aber ja. mein alter Inhalt lag in dem Pfad Uwe und wird jetzt verschoben in den Pfad Horst. Dieselbe URL hinten dran und ich habe eine 301-Leitung von Uwe zu Horst. So. Wenn ich das weiß, kann ich doch gleich auf Horst verlinken. Ja, Wenn man mit davon einer ausgegangen 1 brauche ich natürlich immer noch, wenn einer eine alte Bookmark hat, aber sind Das ist die richtig. internen Ja, Links, genau. die Die sollte man 301 abziehen. Umleitung behältst du. Das ist klar. Für den alten, für den externen Bookmark. Aber für die interne Verlinkung, die Verlinkung, die ziehst du richtig. Damit du eben nicht diese zusätzliche Umdrehung hast. Vielleicht kann man es gibt ja in der Regel einen Grund, warum eine URL umzieht, Ja. URL-Struktur umzieht. Ja. Wieder umzuschreiben, ja. Nee, es geht ja nicht ums Umschreiben, sondern du gehst in den Quellcode rein und suchst, wo habe ich denn das Ding verlinkt. Wenn du zum Beispiel Meistens einen ist es in einem Artikel. Artikel-Link hast auf einen anderen Ja. Artikel. Ja, genau. Und denen geht's, darum geht es, das zu bereinigen. Okay. Nächstes Thema. Sei ein Experte. Das sind jetzt wirklich sehr wichtige Sachen. Mit dem letzten mit dem vorvorletzten Google-Update. Google-Updates dieses Jahr waren Wahnsinn. Im Mai 2022 gab es ein größeres Update, was auch wirklich eine größere Auswirkung hatte auf Webseiten. Und zwar hatte das Auswirkungen auf Webseiten, die versucht haben, für alles und jedes gute Rankings zu erzielen. Dazu gehört T-Online, Chip und ähnliche Seiten, die halt für alle möglichen Themen irgendeinen Bereich in ihrem Auftritt hatten. Und die hat es am allerstärksten getroffen, dieses Update, weil die eben keine Expertise mehr hatten. Also ne, sind halt nicht mehr der Spezialist für dieses Ding. Und die haben kräftig einen auf den Deckel gekriegt. Zweite Webseite bestätigt das Gleiche auch nochmal. Was in dem Update auch mit gut gelaufen ist, waren Videoinhalte. TikTok und YouTube hat sehr stark gewonnen. TikTok hat ebenfalls mit diesem Update sehr stark gewonnen an den Rankings. Was uns zeigt, snackable Content ist wichtig heutzutage. Kommen wir gleich auch nochmal dazu, zu snackable Content oder überhaupt Content-Typen. Was ich sagen will, die Geschichte mit dem Clustering, das, was ich vorhin angesprochen habe. Ihr schreibt über Verdampfer, ne? Vapor. Überlegt euch, welche Keywords gehören da insgesamt mit dazu? Ihr macht Keyword-Recherchen rund um dieses Thema und clustert dann die Keywords nach den Bereichen. Wenn jemand nach Vapor kaufen sucht, dann möchte er das Ding kaufen. Er hat eine transaktionale Absicht. Wenn er sucht nach Vapor Gesundheit, möchte er vielleicht wissen, wie giftig sind denn die Dinger überhaupt? Oder Vapor Sicherheit, will er auch irgendwie etwas wissen. Oder er sucht nach Vapor Store Oldenburg, dann möchte er wissen, wo ist das? Das sind so die verschiedenen Arten von Suchanfragen und versucht genau nach solchen Kriterien eure Keywords und eure Inhalte zu clustern und dafür Inhalte zu bauen. Genau das, was ich eben gesagt habe. Text ist nicht der einzige Content.
wir SEOs, wir prügeln euch immer und sagen, da muss jetzt so ein 1000-Wörter-Text, der muss da jetzt auf die Webseite drauf. Und ihr so, oh, echt, ja. Jetzt komme ich um die Ecke und sage, da muss noch mehr. Bilder. Da fängt es an. Bilder zu produzieren, also sagen wir mal so, Text zu produzieren ist relativ einfach. Man kann sich am Sonntagabend hinsetzen und mal eben was vor sich hin tackern und irgendwann hat man auch so einen 1000-Wörter-Text zusammen und es passt. Ein Bild zu produzieren ist schon ein bisschen schwieriger. Man braucht jemanden, der nicht nur das Handy festhalten kann und den Auslöser drücken kann, sondern man braucht auch noch eine Beleuchtung, man braucht die richtige Location, man braucht die Protagonisten, die man fotografieren will. Das ist alles schon mal sehr viel komplizierter. Man muss mit einem Bild auch eine Story erzählen. Wenn man Stockfotos verwendet, erzählt man auf jeder Webseite genau die gleiche Story wie alle anderen auch. Vermeidet Stockfotos. Infografiken sind auch relativ schwierig zu produzieren. Man braucht InDesign, man braucht ein Verständnis für das, was da überhaupt erzählt werden muss. Und auch da, man muss eine Story erzählen. Noch schwieriger zu produzieren, Videos. Man braucht die ganze Technik. Und auch da ist es ganz wichtig, eine gute Geschichte zu erzählen. Da langt es nicht aus, einen gut aussehenden Protagonisten zu haben. Der muss auch noch reden können und der muss auch rüberkommen. Und der muss auch glaubwürdig werden. Trotzdem, Videos, snackable Content wird wichtig. Snackable Content heißt, wenn ihr Videos produziert, macht nicht die 45-Minuten-Videos, interessiert keine Sau. Bleibt bei 3 Minuten, 5 Minuten, 8 Minuten und dann wird es schon schwer, dann wird es schon sehr, sehr schmerzhaft. Ich sehe es schon bei 3-Minuten-Videos, wenn man die trackt, viele gucken sich die ersten 40%, 50% der Videos an und dann schalten sie wieder aus. PDFs, nach wie vor ein relativ wichtiges Content-Format. Aber macht nicht einfach nur irgendein PDF, also ne, irgendein Ausschnitt aus dem Produktkatalog, ohne Titel, ohne Metatext oder sonst was. Da fehlt jeglicher Bezug zur Webseite. Achtet darauf, wenn ihr PDFs erstellt, dass in den PDFs der Bezug zur Webseite vorhanden ist. Mit einem Logo, mit einem Link, mit den Metatext und so weiter. Baut das. Und achtet darauf, wenn ihr etwas baut, ein PDF, dann macht es usable. Sachen, die die Leute auch wirklich interessieren. Wenn jemand, der sich nach einem Wohnmobil umguckt, wird sich auch überlegen, was kann ich denn da alles packen und was muss ich da packen? So eine Wohnmobil-Packliste, super praktisch. Und letztendlich, Inhaltsverzeichnisse. Wenn wir SEOs euch schon prügeln, macht so eine 1000-Wörter-Seite, baut so eine komplette, lange, wie nennt man das, holistische Landingpage, ne? Die 10 Kilometer lang ist, dann achtet auch darauf, dass ihr Inhaltsverzeichnisse oben führt, mit Sprungmarken, die dann zu Ankern weiter unten hinführen. Genau, darf es noch etwas mehr sein. Trifft den Intent des Users, ich hatte es vorhin schon angesprochen, do, no, go, buy, das sind so diese transactional, informational und navigational Inhaltstypen. Achtet darauf, dass wenn ihr eine transactional Seite baut, also baut einen Shop, jemand soll was kaufen, dann konzentriert euch darauf, dass genau dieser Prozess der Transaktion im Fokus steht. Wenn jemand das Produkt kaufen soll, dann muss er das Bild haben, den Preis, die Lieferbedingungen und den Einkaufsbutton, den Warenkorbbutton. Da braucht er keine Informationen mehr. Die Informationen dürft ihr dann gerne unten drunter, aber im Fokus steht die Transaktion. Das ist das Wichtige. Genau, und Action, Call to Actions, nicht vergessen. Ja, baut zwischendurch immer wieder Aufrufe, jetzt komm, lass dich beraten, ruf mich an, schreib mir eine E-Mail, lade das herunter, gib mir deine E-Mail-Adresse, ich will mit dir in Interaktion treten und verlinke Telefonnummern, verlinke Mail-Adressen. Das ist echt super wichtig. Und kommen wir zum allerletzten Punkt. Track as much as you can. Und ich habe auch gesehen, morgen ist das, glaube ich, oder war es heute Nachmittag, gibt es zwei Panels, direkt aufeinander folgen. Der eine geht über Google Analytics 4, der zweite geht über Matomo.
wichtig, lege ich euch echt ans Herz. Das ist ein Thema, was auf uns zukommen wird im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr, im Sommer, wird Google Analytics 4 abgeschaltet. Nicht Google Analytics 4 wird kommen, Universal Analytics wird abgeschaltet. Das heißt, eine ganze Menge Kunden, die jetzt Universal Analytics benutzen, werden dann vor der Frage stehen, mache ich denn jetzt? Mache ich weiter Google Analytics? Datenschutz, die ganze Geschichte? Oder gibt es da noch was anderes? Die Alternative ist definitiv Matomo. Mein Rat ist, Webseiten, die kleine Webseiten sind, die nur wissen wollen, wie viele Besucher kommen auf meine Seite, die wissen wollen, welche Seiten werden am stärksten angeguckt, die werden mit Matomo klarkommen. Jemand, der etwas mehr wissen will, der noch mehr ins Detail tracken möchte, der wird weiterhin Google Analytics brauchen. Muss ich allerdings die Frage stellen, ob dieses Tool nächstes Jahr tatsächlich noch dem Datenschutz entspricht. Ja, gestern gab es die neue Meldung, nicht nur Österreich, nicht Schweiz sagen, ist nicht, weil Daten werden in Amerika gehostet. Auch die Dänen haben jetzt gesagt, ist nicht. Und die Holländer haben auch schon länger gesagt, ist nicht. Ich warte nur darauf, bis die Deutschen sagen, ist nicht. Wäre nochmal Spaß. Ist das denn überhaupt noch repräsentativ, wenn die Webseiten eh schon über Content abgefragt werden und viele auf Nein klicken? Ja, ist. Und zwar, also das ist eine Frage, da streite ich mich vortrefflich. Also ich bin großer Fan von Google Analytics. Ich bin auch sehr stark datenbasiert, also ich orientiere mich sehr stark an Daten. Es ist nach wie vor so, dass das Größenverhältnis hat sich nicht verändert. Du trackst einen gewissen Prozentsatz weniger. Wir hatten 2018 in der alten Agentur ziemlich auf einen Schlag fast alle unserer Kunden umgestellt auf mit Consent und konnten dann halt im Monatsvergleich feststellen, dass wir im Schnitt um die 50% weniger gesehen haben. Also ich will nicht sagen weniger Traffic hatten, sondern wir haben weniger gesehen. 50% deswegen, weil wir relativ viele Adult-Seiten hatten. Und bei den Adult-Seiten, interessanterweise, hatten wir nur 20% Consent. Also da haben die meisten Leute gesagt, nee, ich will nicht. Bei den technischen Seiten hingegen haben fast 90-100% aller Leute gesagt, ja, ist in Ordnung, ja, gib mir einen Cookie, mach, was du willst. Bei den üblichen B2C Dienstleistungsseiten, Rechtsanwälte, Zahnärzte, das, was womit wir alle es meistens zu tun haben, liegt der Consent bei ungefähr 70%. Plus, minus 5. Das heißt also, du misst zwar weniger, aber das Verhältnis ist nach wie vor das gleiche. Und es geht ja letztendlich darum, was funktioniert und was funktioniert nicht. Schwierig, und da gebe ich dir recht, wird es bei Seiten, die ohnehin nur wenig Traffic haben. Also wenn du im Monat so 100, 120 Zähler Besucher hast auf der Seite und dann brechen dir davon auch nochmal 30% weg, dann siehst du plötzlich nur noch 80 bis 90 Besucher. Das ist vorher schon nicht sehr aussagekräftig gewesen, ist nachher noch weniger aussagekräftig. Ja? Bei großen Seiten, wo du wirklich viel Traffic hast, wo du ohnehin mit viel Traffic rechnest, ist es vollkommen okay, wenn du nur 70% von dem Gesamttraffic misst. Aus der Sicht einer SEO-Agentur kann ich das verstehen, aber aus Kundensicht, der kleine Handwerker sagt, ich möchte doch Google Analytics haben, dann geht das halt auch wahr. Ja, also wenn es ein kleiner Handwerker ist, dem würde ich tatsächlich dann eher zu Matomo raten. Und auch Matomo dann sehr handwerklich auf der eigenen Seite gehostet, also nicht ein gemietetes Hosting, sondern auf der eigenen Seite gehostet und dann am besten auch noch mit einer Logfile-Analyse. Das wird euch der Kollege morgen mit Sicherheit noch genauer erklären können, was da der große Unterschied ist. Logfile-Analyse, ja, das sind die Server-Logs, die ausgewertet werden, die sind eh da. Also dann werte sie halt für deine Zwecke aus. Genau. Wow, ich bin ziemlich gut in der Zeit gewesen.
Damit bin ich nämlich eigentlich schon jetzt am Ende des Vortrags. Die 7, 8 Minuten heute am Anfang habe ich eingeholt. Die darf ich jetzt überziehen. Yeah! wenn ihr Fragen habt, ne? Also ich habe es euch vorhin schon gesagt, ich bin hier rum, wir bleiben jetzt auch noch hier im Raum, wir machen noch eine Fragerunde. Sehr gerne, ich sammle auch gerne eure Visitenkarten ein, wenn ihr später nochmal irgendwie auf mich zukommen wollt, als dazu und so. Fangen wir mal an. Ich habe noch einen Tipp eigentlich. Es gibt für vieles, was du gesagt hast, gibt es einfach auch Erweiterungen zu tun oder Plugins. Also dieses Inhaltsverzeichnis zum Beispiel mit Quickindex gibt es. Oder auch die. Wie heißen die denn? Der Quickindex ist von Regular Labs. Ah, okay. Und das, die, für die strukturierten Daten gibt es einerseits in Joomla wahrscheinlich in der 4.3er was. Und es gibt auch ein. Was die strukturierten Daten angeht, ich weiß es nicht, wie es ist, da hatten wir mit, also ich arbeite viel mit Nadja zusammen, ne? Sie hat mich auch mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie Joomla damit umgeht, ich weiß, dass verschiedene Systeme sagen, okay, ich brauche jetzt eine FAQ und dann baue ich halt dann Content-Elemente, die dann direkt inline mit FAQ, mit den Rich Snippets ausgezeichnet sind. Ich habe es euch gezeigt, bin ich mit einverstanden? Ich habe nur festgestellt, dass Google da manchmal durcheinander gerät. Also mein wirklich ernst gemeinter Rat ist, baut die Rich Snippets, die Auszeichnung separat mit JSON-LD ein. Das kann besser ausgelesen werden. Machen wir auch. Gut, prima. Also funktioniert, tauscht euch aus. Ich bin nicht der Joomla-Experte, das habe ich auch nie gesagt. So, also will ich nicht, genau. So. Bitte. Gesagt, wichtige Verlinkungen von der Startseite, also bei kleinen bis mittleren Webseiten, macht das ja im Prinzip schon die Menüstruktur. Reicht das oder auch Textverlinkungen? Auch Textverlinkungen. Denk an, okay, ist auch ein blöder Vergleich, weil es ist auch eine Riesenseite, Wikipedia. Du liest in Wikipedia einen Artikel und immer an der richtigen Stelle, immer wenn du dich fragst, was ist damit gemeint, ist ein Link gesetzt zu der Stelle, wo es erklärt wird. Ganz so detailliert werdet ihr es nicht machen müssen. Ich habe deine Anmeldung gesehen. Ganz so detailliert werdet ihr es nicht machen müssen. Aber denkt genau daran, genau der Effekt ist derselbe. Ein User liest etwas und fragt sich, wie ist denn das gemeint? Wenn dann an der Stelle ein Link steht, der einem weiterhilft, wow, genau richtig. Die Aussage, Chip und T-Online haben verloren nach dem Core-Update, hat das damit zu tun, dass Chip und T-Online tatsächlich generalistisch unterwegs sind und alles abdecken wollen? Ja. Oder hat das damit zu tun, dass sie schon immer sehr einfache Texte hatten? Und also hätten die generalistisch, aber gute Texte produziert werden, wie jetzt, hätten sie so verloren wie jetzt? Nein. Also tatsächlich mit dem Update, ja, du gehst schon ein Stück was weiter. Also das Update hat tatsächlich nur zur Absicht gehabt, wer ist der Generalist? Wer versucht hier zu allem irgendwas kamellen zu können, aber ist eigentlich doch auf einer ganz anderen Schiene unterwegs, der hat verloren. Die neueren Updates, die jetzt rauskamen, also im September kam ein Update, nein, im August kam ein Update, das heißt Useful Content. Das ist ein Update, was uns ähnlich wie seinerzeit Hummingbird, ich schmeiß euch hier Worte um die Ohren, lest nach. Hummingbird, wichtiger Meilenstein in SEO. Also Hummingbird war ein Update, was wir gar nicht gemerkt haben erstmal. Erst mit der Zeit, weil das war nämlich das ein Update, was so zum allerersten Mal künstliche Intelligenz in den Google-Algorithmus reingeschleust hat. Das haben wir nicht unmittelbar gesehen, das haben wir erst mit der Zeit mitbekommen, was da passierte. Und dieses Helpful Content Update hat eine ähnliche Auswirkung. Also wir, die Amerikaner, es wurde in Amerika jetzt erst ausgerollt, die sehen davon momentan nix. Oder so gut wie nix. Und das bisschen, was sie sehen, ist, glaube ich, viel Einbildung. Ja, das wird, mit der Zeit wird das passieren. Bei diesem Helpful Content Update geht es darum, Inhalte zu erkennen, die wirklich hilfreich sind. Es wurde unterstellt, KI, wir können ja Inhalte mit KI produzieren. Also wir können Texte mit KI schreiben lassen. Die sind gut, die funktionieren. Und die funktionieren auch nach diesem Update immer noch hervorragend. Also da hat sich nichts geändert. Wir können Bilder produzieren lassen.
mit KI. Die sehen echt, echt aus. Ja? Also Scholz trifft Zelensky auf dem Roten Platz. Kann man sich malen lassen. Man, wenn man genau hinguckt, erkennt man den Scholz nicht. Aber so aus der Entfernung sagt man, oh, das ist der Scholz und das ist der Zelensky. Stimmt, und das sieht aus wie der Rote Platz. Prima. Funktioniert. Das zweite Update, was jetzt im September rausgekommen ist, da sind wir uns noch nicht sicher, was, in welche Richtung das geht. Aber es wird zusammenspielen mit diesem Helpful Content Update. Und wird wahrscheinlich auch versuchen, Texte, die maschinell geschrieben wurden, leichter zu erkennen. Aber ich bezweifle, dass es funktionieren wird. Noch eine Frage zum Videocontent, der wichtig ist. Ist ein Unterschied, ob ich jetzt die Kurzvideos, die kann ich ja selber posten, da müssen nicht unbedingt gestreamt werden, als wenn ich die jetzt auf irgendein Portal hochschiebe und dann wieder datenschutzrechtlich abfangen muss. Ja, das ist auch wieder so ein leidiges Thema. Also ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder mir es jetzt erst aufgefallen ist. YouTube scheint seit neuestem, so mein Eindruck, mit dem Laden auch noch einen Google Font mitzuladen, und zwar die Roboto. War schon länger so, ne? Maps auch. So, und mir ist es halt jetzt erst aufgefallen, im Rahmen dieser ganzen Abmahnwelle, die jetzt da gerade durch die Lande geht, ein User kommt auf eine Seite, da ist ein YouTube-Video drauf. Wenn dieses YouTube-Video erst nach dem Google Content angezeigt wird, alles gut. Weil dann wird nämlich auch der Google Font erst danach geladen. Es ist trotzdem immer noch eine Grauzone, weil dieser Google Font wird von einem Server geladen, zu dem ich ja noch keinen Consent gegeben habe. Also eigentlich müsste ich sagen, nee, der Google Font wird nicht geladen. Aber da machten es uns die Datenschützer, glaube ich, momentan noch etwas zu schwer. So, jetzt zu deiner Frage, macht es einen Unterschied, ob ich das bei mir hoste oder woanders? Grundsätzlich sagen wir ja immer, YouTube ist doch eine geile Hosting-Maschine für Videos, weil ich habe da ein Portal, da gucken Leute dann, gerade wenn ich viele Videos habe, dann kann ich dann eine große Sammlung, kann ich dann selbst nochmal Traffic mit generieren und so weiter. Ich kann das mit Social Media bespielen. Geile Marketingmaschine, super, machen, ja, absolut. Datenschutz, ja, ne? So, wenn du das selbst hostest, geht ja genau diese ganze Marketingmaschine flöten. Zweites Thema, selbst hosten, wie performant ist dein Server? Ja, aber das sind, also ich spreche jetzt über Videos, die vielleicht ein oder zwei Minuten dauern. Das macht jeder Server ohne Streaming schon mit. Ja, aber auch da kann man Fehler machen. Was mir oft begegnet, sind relativ kurze Videos, die trotzdem eine sehr große Dateigröße haben, weil die Leute nicht in der Lage, das vernünftig zu kodieren und zu komprimieren. Ja. Wenn man das Video so klein macht, wie es gebraucht wird, ich brauche ja nicht eine riesen Auflösung, wenn das nur so ein kleines Ding ist, dann kann das relativ performant sein. Dann kommt noch dazu, wie viel Traffic hast du. Wenn du von dem kleinen Handwerker sprichst, post es halt. Da wirst du nicht viel Traffic haben. Wenn du aber jetzt mit wirklich viel Traffic rechnest, dann brauchst du auch einen Server, der die ganzen Anfragen für deine Videos, und wenn sie nur eine Minute lang sind, das ist ein Stream, der da laufen muss, es sind viele Daten, die da gleichzeitig laufen müssen, der muss das wuppen können. Aber eine Frage dazu, in den Suchergebnissen, wenn man da was sucht, kommen YouTube-Videos. Ja. Bei eigenen gehosteten Videos glaube ich nicht, oder? Nee, ne? Selten. Ja, wäre es auch noch, aber nicht so. Doch. Sie kommen. Sie kommen, aber selten. Du kannst auch nicht schlechter. Ja, also das Thema YouTube oder Video-Content vernünftig SEO zu optimieren, ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Du scheinst dich da auch mit auszukennen, glaube ich. Du hast es schon mal gemacht. Da geht es um das Thema Segmentieren. Also mach Segmente in deine Videos rein, mach da Texte auch mit dazu und so weiter. Das kann man mit YouTube halt noch einen Tick was schicker machen. Aber privat gehostete Videos kommen auch. TikTok-Videos kamen zum Beispiel jetzt auch. Die ziehen auch mit in die Videodarstellung mit rein. Vimeo sowieso schon länger. Bitte. Zum Thema Performance wollte ich noch was sagen. Da gibt es jetzt, glaube ich, entweder heute oder morgen eine Session bezüglich Streaming mit den Videos, weil man die ja genauso auch abschnittsmäßig aufteilen kann und immer nur stückchenweise laden. So wie das YouTube ja auch macht. Ja.
Das kann man mittlerweile auch selbst vom eigenen Server aus machen. Dann dürfte das performancemäßig nicht mehr das Problem sein. Kommt das ja aus Bio-Code an, ne? Und auf deinem Browser. Ja, natürlich dann entsprechend. Und auf den Traffic und am Schluss immer auf den gesamten Traffic, den du hast. Dann rennst du jetzt nicht mehr das vollständige Video, bevor du es aufspielen kannst, sondern immer nur kleine Stücke. Ja. Also Beispiel, wir hatten mal DTM, die Motorenmeisterschaft. Die war auf einem dedizierten Server gehostet und der Kollege saß auch wirklich an dem Tag, an dem das laufen sollte, dann jeden Tag, die ganze Zeit nur am Server. Und wenn immer irgendwas war, hat er da irgendwie an der Last nochmal rumgedreht. Frag mich nicht, was er da gemacht hat, aber er konnte das nochmal verteilen und der musste da viel machen. Wenn der jetzt Videos auf seiner Seite drauf gehabt hätte, dem wäre der Server gnadenlos zusammengebrochen. Ja, bis dato war es ja auch so. Aber jetzt gibt es bessere Möglichkeiten. Ja. Okay. Mit dem neuen Codex. Ja. Trial and Error, ne? Das ist letztendlich unterm Strich immer. Aber wenn du jetzt halt von dem kleinen Handwerker sprichst, Video selbst hosten, so what. Okay, ich hoffe, da war jetzt ein bisschen was dabei für euch. Ich glaube schon, war ja ziemlich anregend. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns draußen bei einer E-Zigarette oder einer echten, virtuellen, was weiß ich. Zückt eure Kärtchen, ich sammle gerne ein.